In den ersten 15 Minuten von einem Notfall muss der Ersthelfer zuerst mal die Situation erkennen. Dann muss er die ganze Lage einschätzen, entsprechend alarmieren, vorhandenes Wissen abrufen und entsprechend handeln. In Akutsituationen haben viele Leute noch schon Mühe, wo muss ich jetzt genau anrufen, welche Nummer gibt es und auch manchmal ist Schwierigkeit, wo befinde ich mich denn jetzt auch genau. Scheitern ist sicher Unsicherheit, ist auch Angst, etwas falsch zu machen, auf jeden Fall. Auch die Angst, vielleicht ausgestellt zu sein. Es hat immer Leute, die zuschauen. Ja, auch Angst vor möglichen Konsequenzen. Ich denke, es sind zwei Punkte aus meiner Erfahrung. Erstens mal überhaupt einschätzen, was ist Sache. Das ist das eine. Und das andere, was am meisten hapert, ist das notwendige Wissen abrufen. Die Notfallsituation ist natürlich einerseits eine Ausnahmesituation, aber es ist schon unsere Erfahrung, dass doch seit dem Nothelfer bei der Autoprüfung die meisten nichts mehr gemacht haben. Und da liegt aus meiner Sicht das grösste Problem. Ich würde nicht sagen, dass es scheitert. Ich bin der Meinung, es läuft recht gut in der Schweiz. Ich bin recht zufrieden. Es gibt aber Luft gegen gut. Also es gibt Optimierungspotenzial. Da ist eigentlich die Voraussetzung, dass die Leute auch geschult sind, dass sie ein Krankheitsbild erkennen können. Es gibt auch Optimierungspotenzial sicher beim Absetzen von der Alarmierung. Die Nummer 144 ist noch nicht bei allen bekannt. Und der dritte Teil ist eigentlich der, wo ich recht zuversichtlich bin, wo es schon recht gut läuft, ist, dass die Leute auch gewillt sind, dann die erste Hilfe anzuwenden, also die Massnahmen einzuleiten. Ob sie jetzt spontan können, weil sie es gelernt haben, oder ob sie durch den Disponenten vom 144 angeleitet werden. Ja, de facto Schulungen, ja, wie wird es sonst erfahren? Natürlich ist das wichtig. Und es ist jetzt für mich sehr, sehr schön, dass wir schon seit mehreren Jahren einen Nothilfekurs dürfen, die Reanimation schulen. Früher hat es das ja nicht gegeben. Also man muss es regelmässig üben, vor allem auch Firmen sensibilisieren und dann regelmässige Trainings. Und eben nicht alle 30 Jahre vielleicht. Darum ist für mich auch zwingend, dass man die ersten Hilfemassnahmen schon von klein auf lernt. Es ist ein Kulturwandel nötig. In Zukunft wäre es wirklich genial, wenn jeder Schweizer und wüsste, was man muss machen bei einem Notfall. Die Voraussetzung ist, wie gesagt, dass man in der Grundschule schon anfängt. Achtung! Durch das Öffnen haben Sie den automatischen Notruf ausgelöst. Sie werden in wenigen Sekunden von der Notrufzentrale 144 angesprochen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Technologie kann sicher unterstützen, indem man zum Beispiel moderne Apps hat, wo man alarmieren kann. Ich habe selber schon erlebt in der Notrufzentrale, dass es oft so ist, dass die Leute nicht wissen, wo sie sind. Da sind sicher Apps gute Helfer. Dann die heutigen Defibrillatoren. Ich meine, man muss den Knopf drücken, einschalten und dann machen, was er sagt. Die sind sehr gut. Gewisse Defibrillatoren haben ja auch gewisses Feedback, die gerade sagen, sind Thoraxkompressionen gut und so. Ich denke, dort kann die Technik sicher unterstützen. Die Technologie unterstützt heute schon den Mensch im Sinne von Applikationen, Smartphone-Applikationen. Oder wenn wir auf spezifische gehen, beim Kreislaufstillstand, der Defibrillator. Das Gerät, das bis vor wenigen Jahren eigentlich wirklich nur exklusiv für Ärzte zur Verfügung gestanden ist. Der Faktor, Mensch wird immer bleiben, aus meiner Sicht. Technik ist aber schon sehr weit mit dem ganzen Alarmierungssystem, mit den verschiedenen Apps, wo man sich auch herunterladen kann, wo man sich Hilfe beizüchen kann. Was der Mensch trotzdem noch muss, handeln. Also die Initiativen ergreifen, handeln. Da sind die Systeme noch nicht so weit, dass sie selbstständig denken können, die Situation selbstständig einschätzen können und eben sich regelmässig weiterbilden. Ich bin davon überzeugt, es braucht der Mensch. Der Mensch ist derjenige, der sehr wahrscheinlich der erste Kontakt ist mit dem Patienten, der ein Problem hat. Er ist der, der die Situation einschätzt und den Alarm absetzt. Er ist der, der nachher vor allem die Massnahmen, und da braucht es immer noch die Hände dazu, die Massnahmen auch umsetzt, bevor das die Rettung vor Ort ist. Ich glaube, da hat jeder schon gehört, noch nichts machen ist eigentlich falsch. Man soll sich getrauen,
viel kaputt machen kann man einem Menschen nicht in dem Sinn. Aber wenn man wartet, bis der Rettungsdienst kommt, kann viel kaputt gehen. Und passiert ist die Situation schon. Man kann es nicht mehr ändern. Und man muss dann aus dieser Situation, die man hat, schlussendlich auch wieder das Beste daraus holen. Getraut euch, geht hin. Denkt immer daran, euch kann auch mal irgendetwas passieren. Ihr seid genauso froh, wenn euch dann jemand hilft. Getraut euch und eben nur nichts machen ist falsch. Ich denke, gerade in den heutigen Zeiten ist wie in Notfallsituationen reagieren sehr wichtig. Also, tönt euch regelmäßig weiterbilden, investiert das. Es ist gut investierte Zeit.